Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Sendereihe, kann man schon sagen, zu Themen rund um die nachhaltige Geldanlage. Es ist ein bisschen ruhig geworden um den langfristigen Trend Sustainable Investing jetzt in Zeiten von Corona. Aber wir denken genau, das ist ein guter Zeitpunkt, einfach mal zu schauen, wie sich nachhaltige Geldanlagen denn unter Stressbedingungen so geschlagen haben. Und viele von Ihnen werden schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass ja nichts im Leben so schlecht ist, als dass sich noch irgendetwas Gutes daran wäre. Und die umfangreichen und breit angelegten Konjunkturprogramme, die jetzt von der nationalen wie auch von der internationalen Politik bereitgestellt werden, sollten tunlichst auch diejenigen Industriezweige erfassen, die dringend auf ein neues Wirtschaftssystem hin ausgerichtet werden sollen. Da liegen nämlich auch sehr, sehr große Chancen. Und wenn das geschieht, dann ist die Post-Corona-Welt gar nicht so negativ zu sehen. Was wäre da vor allen Dingen zu tun? Wenn wir sagen, Corona hat auch etwas Positives, dann doch das, dass es auch den Blick auf neue Notwendigkeiten im nachhaltigen, im verantwortungsvollen Wirtschaften lenkt. Als da wären zum Beispiel die Bedeutung unserer Gesundheitssysteme, dass das eben integraler Bestandteil ist und dass es alternativlos auf Top-Niveau gebracht werden muss. Dann können wir uns die Wirtschaftszweige anschauen, ihren Lieferketten nach. Hier haben wir sicherlich die Erfahrung gewonnen, dass es vielleicht doch besser ist, die Globalisierung einmal ein bisschen lokaler zu spielen und mehr auf regionale Netzwerke, Transportwege und Lieferketten zu achten. Letztlich auch, wie gehen Unternehmen mit Lieferanten, Mitarbeitern und Kunden in Krisenzeiten um? Sind sie solidarisch? Unterstützen sie gemäß ihren Möglichkeiten? Das wird diesen Unternehmen sicherlich auch in einer Nachkrisenphase sehr gut zu Gesicht stehen, denn ein jedes Geschäftsmodell ist letztlich a people's business. Und auch wenn momentan einige Aspekte umpriorisiert werden, gerade was Klimawandel angeht, das ist nur eine Unterbrechung, aber kein grundsätzlicher Stopp dieser langfristigen Entwicklung. Schauen wir nun, wie sich nachhaltige Kapitalanlagen in den letzten krisenhaften Wochen und Monaten gehalten haben. Ich will gleich auf den Punkt kommen. Uns wurden freundlicherweise einige aussagekräftige Analysen und Studien namhafter Analysehäuser, Research-Agenturen zur Verfügung gestellt, und die Kernaussage aus all diesen Studien ist, dass nachhaltig ausgerichtete Portfolien sehr häufiger robuster sind. Sie sind risikoadjustierter, also unter Berücksichtigung von Performance und Schwankung attraktiver ausgestaltet als traditionelle Portfolien. Die zweite große Botschaft ist, dass aktive Ansätze einen Mehrwert bringen gegenüber rein passiven Ansätzen. Da meine ich die Exchange-Traded Funds, die ETFs. Woran mag das liegen? Nicht zuletzt auch unserer Einschätzung nach ist es häufig so, dass nachhaltige Portfolien doch eher einen defensiven Charakter aufweisen. Hier wird vielfach in Qualitätsführer mit einem sehr hohen ESG-Rating investiert. Das sind Unternehmen, die eine exzellente Bilanz aufweisen, die einen geringen Verschuldungsgrad zeigen, die sehr hohe freie Cashflows, freie Erträge aus ihrer originären Geschäftstätigkeit produzieren. Und die vor allen Dingen flexibel sind, um sich auf permanentem Wandel auch sehr gut einzustellen. Also hier ist es sowohl, dass man sagen kann, es gibt eben doch aufgrund dieser Zusammenhänge einen Beleg dafür, dass zwischen einer verantwortungsvollen, ethisch nachhaltigen Wirtschaftsweise und einem Anlageerfolg eben ein Zusammenhang besteht, gerade auch, wenn man in Krisenphasen eine wirtschaftliche Robustheit zeigen muss. Und das alles lässt uns doch positiv jetzt schon schließen für diesen Moment. Und ich greife es als positiven Übergang auf, zu sagen, ja, in jeder Krise stecken auch Chancen. Und ganz gewiss ist es so, dass vielleicht die langfristige Entwicklung hin zu nachhaltiger Geldanlage unterstützt wird, gerade auch durch solche Krisenphasen, die kurzfristig Störfeuer bieten, aber schon mittel- bis langfristig eben den Trend noch weiter nach vorne. Insofern verabschiede ich mich eigentlich heute auch schon, nicht zuletzt, um zu sagen, bleiben Sie gerne auch über unseren YouTube-Kanal auf dem Stand der Dinge und seien Sie gerne wieder dabei, wenn wir in 14 Tagen uns mal anschauen, wie sich verschiedene Ansätze nachhaltig zu investieren denn so geschlagen haben und welche Möglichkeiten es da gibt. Es sind nämlich mehr, als Sie denken. Bis dahin, herzliche Grüße aus München, Ihr Markus Merker.